Liebe Freundinnen und Freunde, Herr Wallenheser, wir versammeln uns heute hier nicht ohne Grund vor der Zentrale der SPD, vor der Zentrale der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Wir wollen heute hier in Berlin protestieren gegen den völkerrechtswidrigen, gegen den menschenverachtenden, gegen den brutalen Invasionskrieg der Türkei, der seit dem 20. Januar im nordsyrischen Kanton Afrin andauert. Wir wollen protestieren gegen einen Krieg, dem schon Hunderte von Zivilistinnen und Zivilisten zum Opfer gefallen sind, dem Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Kindern zum Opfer gefallen sind, dem auch Hunderte von Menschen, die sich für die Freiheit, für die Demokratie und für den Frieden im Mittleren Osten einsetzen, gefallen sind. Wir sagen, Schluss mit diesem Krieg, Schluss mit diesem Krieg, Schluss mit diesem Krieg. Massaker in Kurdistan! Schluss mit dem Massaker in Kurdistan! Schluss mit dem Massaker in Kurdistan! Schluss mit dem Massaker in Kurdistan! Liebe Freunde, deutsche Panzer, raus aus Kurdistan! Deutsche Panzer, raus aus Kurdistan! Deutsche Panzer, raus aus Kurdistan! Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen vor der Parteizentrale der SPD, also einer der Parteien in Deutschland, die maßgeblich für die Rüstungspolitik dieses Landes verantwortlich ist. Ohne die Beteiligung der Sozialdemokratinnen und Demokraten ist in den letzten Jahren keine einzige Waffe aus Deutschland exportiert worden. Die Sozialdemokratische Partei dieses Landes ist maßgeblich an der Rüstungspolitik beteiligt und ist deswegen auch mitverantwortlich für all die Verbrechen, die heute in unserer Heimat in Kurdistan in Afrin geschehen. Wir protestieren dagegen, dass diese Partei mit ihrem stolzen Erbe, mit ihrer stolzen Geschichte sich nicht schämt, heute in Form von Herrn Gabriel, in Form von all den sozialdemokratischen Ministerinnen und Minister, die auch an der neuen Bundesregierung beteiligt sind, dass sich diese Partei nicht schämt, so eine Politik zu verfolgen und sich weiter sozialdemokratisch zu nennen. Denn was in unserer Heimat, in Kurdistan, was in Afrin heute passiert, ist ein Massaker. Ist ein Völkerrechtsbruch, ist ein Bruch des Kriegsrechts und aller möglicher internationaler Rechte. Seit dem 20. Januar greift die türkische Armee gemeinsam mit Tausenden von islamistischen Banden, die ehemals dem Islamischen Staat angehört haben oder die heute dem Al-Qaida-Ableger Al-Nusra angehören, gemeinsam mit diesen Islamisten greift die Türkei den nordsyrischen Kanton Afrin an. Erdogan und seine faschistischen Ministerkollegen behaupten, sie würden den Terrorismus bekämpfen. Sie behaupten, sie würden die Sicherheit der Türkei verteidigen. Aber wir wissen sehr wohl, dass in Afrin heute ein Gesellschaftsmodell angegriffen wird. Das Gesellschaftsmodell des demokratischen Konföderalismus. Wir wissen auch, dass in Afrin eine Kultur angegriffen wird. Und zwar die kurdische Kultur, unsere Kultur. Die türkische Armee und ihre verbündeten Islamistinnen und Islamisten bekämpfen nicht nur ein politisches Projekt, sie bekämpfen alle Kurdinnen und Kurden. Ob wir hier in Deutschland leben, in Europa leben oder im Mittleren Osten leben, heute wird unsere Kultur angegriffen und es wird versucht, einen Völkermord an unserem Volk zu begehen. Und wir sagen, Schluss damit, Schluss mit diesem Krieg, Schluss mit diesem Krieg, Schluss mit diesem Krieg. Schluss mit dem Massaker in Kurdistan! Schluss mit dem Massaker in Kurdistan! Herr Wallenheser, liebe Freundinnen und Freunde, unsere Heimat brennt und unsere Herzen brennen auch. Unsere Herzen brennen insbesondere als Kurdinnen und Kurden in Deutschland, als Demokratinnen und Demokraten in Deutschland. Denn wir wissen, dass der türkische Krieg, der islamistische Krieg, der heute in Afrin geführt wird, nicht möglich wäre ohne die Waffen aus Deutschland, ohne das Geld aus Deutschland und ohne das politische Schweigen der Bundesregierung und des deutschen Staates. Es sind Leopard 2 Panzer, die heute in Afrin unsere Häuser bombardieren. Es sind G3 Gewehre von Heckler und Koch, die unsere Kinder, unsere Zivilistinnen und Zivilisten und unsere Freundinnen und Freunde der YPG und YPG töten. Und es sind Mercedes-LKWs, die all diese Waffen heute in unsere Heimat nach Kurdistan und Afrin bringen. Wir sagen, wir wissen, dass die deutsche Bundesregierung und dass die Sozialdemokratische Partei dieses Landes sich direkt mitverantwortlich machen an jedem einzelnen Verbrechen, was heute in Kurdistan begangen wird. Die deutsche Bundesregierung unterstützt nicht nur
sie begünstigt, sie treibt an und sie befähigt die Türkei dazu, diese Art von Politik zu machen. Das heißt, Angela Merkel, Sigmar Gabriel, Heiko Maas und wie die deutschen Ministerinnen und Minister auch heißen, alle Staatssekretäre und jeder, der sich hier nicht dem Protest anschließt, ist direkt mitverantwortlich für all die Verbrechen, die heute in Kurdistan passieren. Zu dieser Verantwortung werden diese Personen stehen müssen, rechtlich und auf allen anderen Wegen. Und wir sagen heute hier als Kurdinnen und Kurden in Deutschland, als Demokratinnen und Demokraten, schämt euch für eure Kriegspolitik, schämt euch für die Unterstützung des faschistischen Regimes in der Türkei und schämt euch, wenn ihr nicht euren Mund aufmacht und den Protest hier in diesem Land auf die Straße tragt. Morgen mit in aller Welt, deutsche Waffen, deutsches Geld. Morgen mit in aller Welt. Herr Wallenheger, liebe Freundinnen und Freunde, in diesem Sinne schicken wir unsere Liebe und unsere Gedanken an die Freunde und Freunde in Afrin. Wir schicken unsere Liebe und unsere Gedanken an alle Menschen, die in allen Teilen Kurdistans, ob in den Bergen, in den Städten oder in den Tälern, heute Widerstand gegen den Faschismus leisten. Wir schicken unsere Liebe und unsere Gedanken nach Imdale, zu unserem Vorsitzenden, zu unserem Repräsentanten Abdullah Öcalan. Wir wissen, wir können nicht besiegt werden, wir werden nicht besiegt werden und wir werden den Faschismus aus dem Mittleren Osten vertreiben. Bijiber Khodana Afrine!